Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Weihnachten rückt immer näher und vielleicht sucht ihr noch das ein oder andere Geschenk. Denn in diesem Video wird definitiv das ein oder andere Geschenk zu finden sein. Auf Shein gibt es weiterhin Rabatte auf über 300.000 heiße Artikel. Und das ist definitiv ein Versuch wert und auch ein Kauf wert. Ja, dieses Video entsteht während Kooperation mit Shein. Ich dürfte mir freundlicherweise diese Sachen hier aussuchen. Und ich habe auch wieder einen Rabattcode für euch. EBSDE012 für 15% ab einem Mindestbestell von 29 Euro und für 20% ab einem Mindestbestell von 69 Euro. Damit ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion, wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legt weg los mit dem Video. Let's go! Das erste, was ich mir ausgesucht habe, ist perfekt für die kalte Jahreszeit, denn es ist einfach eine beheizbare Decke und die gibt es in super vielen verschiedenen Größen und auch in super vielen verschiedenen Farben auf Shein zu finden. Ich habe mich jetzt für eine dunkelgraue Decke entschieden und ihr seht schon, hier ist der Anknopf bzw. Ausknopf. Und die Decke hat auch hier noch so einen Reißverschluss, damit man die sich auch quasi um die Schultern legen kann und sich dann darin einkuscheln kann, abends auf dem Sofa oder so. Und hier, wo der Reißverschluss dann nicht ist, ist quasi euer Kopf. Was definitiv auch ganz nice ist und sie ist super kuschelig flauschig. Also man kann sich die Decke auch definitiv auch einfach so umhängen und das wird einem warm. Das Ganze kommt natürlich auch mit einem USB-Kabel und definitiv perfekt für alle, die im Winter eine Frostbeule sind. Ist auch ein super schönes Geschenk. Das nächste Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist dieses Teil hier. Und das ist eine Lampe, die auch Musik abspielen kann und die auch die Bilder, die sie anzeigt, an die Decke projizieren kann. Und die gab es halt in diesem cuten Bunny-Design hier. So kommt die Lampe bei einem an, extra nochmal gut verpackt. Und sie hat einen Anschalter, einen Rotationsschalter, weil die kann sich auch noch drehen, und einen Musikschalter. Und man kann die Lampe so öffnen. Hier gerade sind jetzt drauf so Planeten als Muster. Es gibt aber auch noch mit dabei andere Muster, die man sich da drauf machen kann. Also hier sind auf jeden Fall Meerestiere mit drauf. Und dann ist hier nochmal sowas wie eine Geburtstagsparty mit Geschenken und Luftballons. Da kann man sich auf jeden Fall aussuchen, was man gerne auf dieser Lampe drauf haben möchte und das einfach wechseln. Falls ihr jetzt schon Kopfschmerzen bekommt, wie mache ich das denn mit dem Wechseln der Muster, die dabei sind? Es gibt auch eine detaillierte Anleitung, wo alles beschrieben steht. Das Ganze kommt mit einem USB-Ladekabel und man kann das Ganze auch noch mit einer Fernbedienung betätigen. Da kann man dann zum Beispiel auch die Musik leiser stellen, das Licht heller oder dunkler machen. Also da kann man wirklich sehr viel einstellen. Man kann nur weißes Licht, blaues Licht oder gelbes Licht einstellen. Falls ihr es noch nicht erwähnt habt, ich werde euch einen Clip einblenden, wie die Lampe dann leuchten wird und auch ein bisschen Musik abspielen wird. Und dann habe ich mir Schmuckaufbewahrungsboxen ausgesucht. Die sind alle sehr klein, auch perfekt zum Reisen geeignet. Oder wenn ihr so unterschiedlichen themed Schmuck habt, einfach auch, dass ihr das Ganze sortieren könnt. Also falls ihr jetzt Silberschmuck habt, könnt ihr den zum Beispiel hier rein tun, Goldschmuck hier rein und Rosé-goldenen Schmuck hier rein. Oder ihr habt halt viele rote Sachen, die tut ihr dann hier rein und dann viele lilane, die tut ihr da rein. Genau, also da wird, glaube ich, jeder irgendwie seinen Sinn dahinter finden. Diese kleinen Schmuckaufbewahrungsboxen wirklich sehr praktisch. Ich habe jetzt hier eine von Corpse Bride ausgesucht. Hinten steht auch nochmal Corpse Bride mit drauf. Von innen sehen alle drei gleich aus. Man kann hier oben Ketten oder Ohrringe reinmachen. Hier Ringe oder kleine Ohrstecker. Und hier halt etwas größere Sachen, auch Ketten oder Armbänder oder so. Oder auch größere Ohrringe. Und diese zwei hier sind Harry Potter themed. Da ist beides mal das Hogwarts Logo drauf. Einmal hier in Gold gehalten und einmal hier in Bunt. Und damit ihr mir glaubt, die sehen von innen drin alle drei gleich aus. Ja, das hier sieht von innen auch genauso aus. Und sind auch definitiv super Geschenkideen, gerade wenn jemand Harry Potter Fan ist, der aber auch viel Schmuck hat. Oder eben ein Tim Burton Fan, der auch viel Schmuck besitzt. Und ich glaube, was wir alle immer wirklich sehr gut gebrauchen können, sind einfach Verlängerungsladekabel fürs Handy. Und da habe ich mir jetzt dieses hier ausgesucht. Das ist 2 Meter lang und es ist auch in rosa. Die gibt es definitiv in vielen unterschiedlichen Längen. Es gibt die auch in kürzer als 2 Meter und natürlich auch in länger und auch sehr viele unterschiedliche Farben. Also ich glaube, da wird jeder fündig für sein Handy. Wenn ihr zum Beispiel wisst von eurem besten Freund oder sowas, das Ladekabel ist gerade kaputt gegangen. Oder derjenige ist ständig am Meckern, ich wünschte, mein Ladekabel wäre länger. You know, wäre auch definitiv ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und was definitiv auch immer sehr gut ankommt, sind einfach solche Earbuds. Also die kann man definitiv immer gut gebrauchen. Vorne sind jetzt rosa abgebildet, aber ich habe sie in lila bekommen und die gibt es hier in 5 verschiedenen Farben, wie ihr sehen könnt. Gibt aber auch noch sehr viele andere Modelle auf Shein. So sieht das Ganze aus. Und hier ist das Case mit den Earbuds drin.
Ist auch magnetisch, dass die auf jeden Fall von alleine richtig reinfallen. Und ihr seht ja jetzt, dass sie lila sind. Und das Ladekabel ist natürlich auch noch hier mit dabei. Und die sind wirklich super schön, klein und handlich. Kann man easy mitnehmen zum Reisen. Und die haben auch wirklich eine schöne Soundqualität. Und dann habe ich mir noch eine Lampe ausgesucht, die diesmal über eine Steckdose funktioniert. Und man kann bei der Bestellung auch auswählen, ob man einen US-amerikanischen Stecker haben möchte oder einen europäischen Stecker. Natürlich habe ich mich für den europäischen Stecker entschieden. Und so sieht das gute Stück aus. Das Besondere an dieser Lampe ist, die hat keinen An- und Ausschalter. Man macht einfach den hier und dann leuchtet sie. Und dann kann man sie auch wieder so ausmachen. Was ich wirklich echt cool finde, so als Nachtlicht, wenn man dann mal schnell Licht haben möchte und man findet den Schalter nicht, kann man einfach auf dieses Ding hier klopfen und dann geht es ja schon wieder aus. Also es reicht auch wirklich eine leichte Berührung, das war gerade nur mit einem Finger. Ihr müsst da nicht voll drauf hämmern. Und dann habe ich mir Hair Extensions ausgesucht, einfach um Perücken aufzupimpen. Das kann man mit den Teilen nämlich auch sehr, sehr, sehr gut machen. Ich habe mir die einmal in Orange ausgesucht und einmal in so einem schönen Alt-Rosa-Ton. Kann man einfach mit einem Clip befestigen. Super easy. Und kann man dann einfach in so eine Perücke mit reinmachen. Hier ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, da muss ich das hier vorher auch locken. Aber ich kann mir zum Beispiel jetzt einfach so eine rosane Strähne mit hier reinmachen. Kann man natürlich auch in seine echten Haare reinmachen. Aber ich persönlich fand das halt cool für Perücken. Und gerade auch für manche Cosplays. Die Charakter haben so einen Underlayer von orangenen Haaren oder rosanen Haaren. Ich habe das auch schon mal gemacht mit Orange. Und jetzt habe ich noch ein paar orangene mehr. Diese beiden Teile hier kommen im Fünferpack zusammen. Hier sind die restlichen Extensions von beiden Farben noch eingepackt. Also ihr bekommt immer 5 Extensions von einer Farbe. Und dann habe ich mir nochmal was für die Haare ausgesucht. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie ausgesucht. Aber das ist so ein Clip-on-Ponytail. Das Ganze sieht hier innen drin so aus. Hier gibt es 2 solcher schwarzen Klammern drin. Das kann man sich dann an seinem Zopf, den man sich hinten gemacht hat, dran befestigen. Und dann hat man einfach einen sehr voluminösen, langen Pferdeschwanz. Und ja, wie gesagt, ich mache sehr viel Cosplay und Perückenkram. Und dafür habe ich mir das ausgesucht. Und ich bin mal gespannt, damit zu arbeiten, weil wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich sowas hier besitze. Übrigens, in diesen Zopf hier könnte man zum Beispiel auch einfach so eine rosane Strähne mit reinmachen von den Hair Extensions. Und dann durfte auch diese Tasche hier mit. Die gibt es einfach in so einem Schmetterlingsmuster in rosa. Ich glaube, die gleiche Tasche gab es auch noch mit den Schmetterlingen drauf in lila. Die kann man mit einem Klettverschluss zumachen. Und ihr habt schon ein bisschen gesehen, das ist auch quasi eine Kühltasche. Die ist echt perfekt, wenn man dann mal so zum Strand im Urlaub geht oder sowas. Also für mich wäre es eher so eine Urlaubstasche oder eine Ausflugstasche, wenn man mal in den Zoo geht oder an Strand, an See oder so und da mal so ein paar Kleinigkeiten an Essen und Trinken mitnehmen möchte. Auch, dass man sie nach unten so weitermachen kann. Da geht wirklich einiges rein in diese Tasche, obwohl sie sehr klein wirkt. Und dann habe ich mir noch diesen Kleiderhaken ausgesucht. Ich finde den so mega schön mit den Blättern da dran. Es gibt 4 Haken hier dran. Das Ganze hier wird an die Wand geschraubt, beziehungsweise an eine Tür, denn ich werde es an eine Tür schrauben. Und mit den ganzen Blättern da dran und den Schnörkeln hat das für mich so ein bisschen so verwunschener Feenwald-Vibes. Und dann habe ich mir noch 2 Aufbewahrungskisten ausgesucht. Das hier ist die erste mit so Totenköpfen, Skeletthänden, Motten, Käfern, Pilzen, Knochen, also sehr gruselig angehaucht. Das Ganze hat hier oben drin ein Metallbügel, dass das auch gut hält. Man kann es auch zusammenklappen, wenn man das möchte. Und was ich ganz schön finde, das ist hier innen auch so leicht beschichtet. Das heißt, man kann dieses Teil auch auswaschen, falls da irgendwie mal ein Unfall passiert und irgendwas da drin explodiert, was ihr dann wieder entfernen müsst, den ganzen Dreck, you know. Und sie hat auch noch 2 praktische Griffe, dass man sie easy einfach irgendwo rausziehen kann oder reinschieben kann. Und das Ganze habe ich mir nochmal mit diesem Muster hier ausgesucht, was auch sehr gruselig Halloween-mäßig angehaucht ist mit Geistern, Monden, Sternen, Kristallen. Diesmal halt in so rosa, blass, türkis. Ja, aber das war es jetzt auch mit diesem Shein Haul. Also falls ihr hier die ein oder andere Inspiration für eure Weihnachtsgeschenke noch gefunden habt, dann vergesst auf gar keinen Fall meinen Rabattcode. Der lautet EBSDE012 für 15% ab einen Mindestbestell für 29 Euro und für 20% ab einen Mindestbestell für 69 Euro. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich wieder abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.